So, hier geht's jetzt weiter mit Daisy und ich muss ein paar Worte verlieren. Und zwar haben wir, nachdem wir oben den Airfield bei Krasnostav geradet haben, ein wenig weitergespielt. Das konnten wir noch nicht aufnehmen, weil meine Platte leider voll ist. Wir spielen in letzter Zeit so viel, da wird die Platte auch schon mal voll. Aber das macht nichts, es ist nicht viel passiert, außer dass wir ein kleines Militärcamp geradet haben und da ganz nette Sachen gefunden haben. Ich habe jetzt die M4A1. Der Random hat da vorne diesen Ghillie-Suit oder wie man das ausspricht gefunden. Die Rain hat die Winchester. Und wir alle drei haben ganz nette Rucksäcke. Im Grunde kann man es zusammenfassen damit, dass wir ganz ja, schöne Ausrüstung gefunden haben, ein bisschen mehr Schießerfahrung gesammelt haben. Und jetzt haben wir vor, das Hauptairfield im Nordosten zu raiden. Und wir sind im Moment in Vibor, das ist südlich davon. Wir wollen aber von Norden angreifen, also müssen wir von Norden kommen. Und jetzt haben wir hier gerade so einen kleinen Schrei gehört, als wir auf den Server gejoint haben und sind im Moment ein bisschen, ja, ein bisschen Irritiert. fickerig, ein bisschen irritiert, dass hier jemand sein könnte. Es das heißt absolute Vorsicht, wir haben gute Ausrüstung und wir werden garantiert auf Spieler treffen. So, jetzt genug mit der Einleitung und wir spielen, fangen an, würde ich sagen. Vorne oder hinten raus? Vorne oder Hinten hinten raus. raus? Hinten Da raus. Und ich würde hinten in der sagen, letzten Tür da vorsichtig. bei dir, Ladian. Wir haben zwar relativ nette Waffen, aber wenn hier einer auf der Lauer liegt, dann ist das auch vorbei. Ich mache die Tür mal auf, wenn ich den kann. So. Sieht ganz okay aus. Der Server ist auch, schauen wir doch mal, Vor. ganz gut voll. Das heißt, wir werden garantiert auf Spieler treffen. Durch meinen Tarnmantel muss ich vorgehen, glaube ich, das am besten. Ich habe hier nochmal auf Vollauto stehen, innerhalb von Gebäuden. Ja, und wie gesagt, wir wollen von Norden an das Airfield ran. Weil von Süden kommen sie nämlich alle. Vermuten wir. Vermuten wir. Und ich denke, von Norden wird das nicht so auffällig sein. Ja, das Wir haben Militärcamp. übrigens das Militärcamp in Starry Sobor geraped. Genau, das wollte ich auch gerade erwähnen. Starry Sobor, da ist Starry, jetzt sage ich schon, Starry Sobor. Da war das Militärcamp, ging ganz gut. Wir haben die Zombies da weggelockt und dann ein bisschen erledigt. Und wir haben eigentlich da schon Spielaktivität erwartet, aber das war dann doch nicht der Fall. Da war irgendwie gar nichts. Ging ganz Hier ist, gut. Muss ich sagen, sehr mysteriös, dass hier kein Zombie bis jetzt war. Vielleicht spawnen die hier oben nicht so krass, oder hier war jemand und hat aufgeräumt. Aber letztes Mal waren hier auch keine Zombies. Oder die sind noch nicht da, weil wir genau hier gespawnt sind. Wir sind da schon relativ lange gespawnt. Ich gehe mal hier hinter den Häusern rum. Beziehungsweise ich warte erst mal, bis ihr hier an mir vorbeikrabbelt und gebe euch Deckung. Also für alle, die sich jetzt beschweren, warum hast du das denn nicht aufgenommen? Bla bla bla. Meine Hardwarebestückung ist leider begrenzt und ich hatte einfach keinen Platz mehr. Hintenrum, Und außerdem wollten wir euch ein bisschen oder? Action, ne, ersparen, nicht, aber jetzt noch mit dem Airfield gönnen. Hintenrum? Ja, Oder auf über die jeden Fall. Straße? Hintenrum. Der gute Leitchen erstmal durchs Fernglas. Ja, wir müssen hier vorsichtig sein. Nicht, dass da oben einer am Berg liegt und nur darauf wartet, drei Überlebende hier abzuknallen. Mit seinem Über-Moped-Sniper. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, wir umgehen das Airfield von Westen aus und kommen dann von Norden. Bin nur nicht da über die Straße, wenn einer mit dem Auto mal herfährt oder so. Okay. Kann man die Waffe nicht im Anschlag halten, wenn man krabbelt und langsam geht? Beziehungsweise langsam kriecht? Nee. Nee. Das ist aber schade. Du kannst auch nicht im Laufen schießen. Bei mir mal rein das Haus, oder? Ja, wir könnten noch so einen Suit finden. Den die Frau ja leider nicht anziehen kann. Das Ah, ist wirklich scheiße. schade, ja. Wenn er nicht mal Das normale Schwächere Kleidung geschwächt. anziehen. Gegenüber ist auch nochmal ein Gebäude, wo man rein kann. Gar nicht so auf meiner Map. Ach, wir haben übrigens einen Kompass gefunden. Hier kann man ihn mal sehen. Das sollte dann auch ein bisschen mehr Spaß Hinter uns machen, ist ein den Weg zu Zombie. finden. Yes. Hier ist kein einziger Zombie, ne? Das ist Doch, ziemlich. hinter uns ist ein Ah, Zombie. doch, okay. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Ich gehe mal rein. Mahmoud ist tot. Ich glaube, ich bleib mal draußen.
Okay, ich habe hier drin Bolzen und Heatpack, Makarov, Verbandszeug, alles unwichtig. Trinken liegt hier. Trinken bräuchte ich bin rot. Ah, hier liegt eine Crowbar. Soll ich die mitnehmen? Nee, brauchst du, glaube ich, nicht. Sicher? Das ist nur eine Nahkampfwaffe, die müsstest du dann gegen deine Winchester tauschen. Ach denn die Uhr? Viertel nach. Pepsi trinke ich jetzt mal. Viertel nach, fünf nach halb. Vier, sag ich. Ich höre relativ laut einen Zombie, linkes Ohr. Also hinter dem Haus. Nichts, ich höre auch keinen. So wie sein, du meinst vorne an der Straße. Vorne an der Straße könnte es sein, ja. Ja, jetzt höre ich den auch. Aber zum Glück noch keinen Spieler, das ist doch schon mal schön. Wo wollt ihr rauskommen? Da, wo wir rein sind, würde ich sagen. Vorne ist auch ein Krabbler auf dem Feld, relativ weit weg, aber ist es denn sicher? Ja. Uiuiui, da ist gerade ein Krabbler am Haus vorbei. Wo? Ja, hinter dem Haus. Ja, auf der Straße. Ja, ja. Dann ist da noch ein Haus. Gegenüber direkt, ja. Das wäre aber... Ist das nicht der... das ist Osten. Sollen wir es riskieren? Ich glaube, da liegt nicht viel drin. Ja, wie gesagt, in so einem Suit, in so einem Haus lag der Suit, ne? Hm. Der Random ist ja übrigens ein Wagnis eingegangen, denn dieser Suit ist verbuggt und man läuft Gefahr, wenn man den anzieht, im Ozean oder im Debug Forest, wie sich das so schön nennt, zu spawnen. Tja, was machen wir? Wir gehen jetzt durch, sonst wird das zu langweilig. Wir gehen durch, ja. Wir gehen durch in den Westen. Direkt vor uns ist ein Zombie. Ja, der passiert vor uns, dieses Feld. Ich finde es schön, wie die hier ihre Mülltonnen auf Mülltonnen hingestellt haben, die Kollegen. Kurz bevor die Zombie-Apokalypse kam. Oh, Moment, Moment, Moment. Hier links im Schuppen könnte einer sein, der sieht uns dann garantiert. Obwohl, den würden wir hören, oder? Ja, wer weiß. Die stehen manchmal komplett ruhig da drin. Nee, da ist keiner. Riecht aber was. Was liegt denn da? Nichts Wichtiges. Was soll das? Warte mal. Nee, das war nur ein Krabbler. Ich dachte, da in der Ecke vom grünen Haus hätte ich einen kriechen sehen. Krabbeln ist das kniend und kriechen ist das ganz unten, oder? Mhm. So, einigen wir uns mal darauf. Ja, Mann, ich hoffe, wir überleben das. Beim Northwest Airfield. Ach, wir überleben das schon. Wir sind schon lange nicht mehr feindliche Spieler getroffen, oder? Es ist, könnte mal wieder ein bisschen Action geben. Jetzt werden bestimmt viele User sagen, jetzt knallt er schon mal ein paar Zombies ab und dann nehmt er das nicht auf. Tja, ihr könnt mir ja gerne an meinem Konto eine neue Festplatte spendieren. Dann wiederum stellt sich die Frage... Knallen wir die feindlichen Gegner sofort ab oder warnen wir sie vor? Oder wie machen wir das? Also ich das glaube... Das ist eine viel heiklere Frage, als irgendwelche Zombies zu killen. Ich würde sagen, wir knallen direkt ab. Denn wenn man nämlich hier einfach so abknallt, dann wird man ja zum Banditen, ne? Ja, aber wer zu lange... Also ganz ehrlich, ich habe ja schon, und wir auch, ein paar Leute getroffen. Und nur eine einzige, die eine Tussi da, die war freundlich. Aber auch nur, weil sie noch keine Knarre dabei hatte. Na stimmt. Wir fragen auch nicht lange. Die fragen auch nicht lange. Und gerade wenn wir am Airfield sind, dann denken doch alle, oh Mann, die will ich jetzt nicht haben, die loot mir was weg, die knalle ich ab. Also ich würde sagen, wenn wir... Ist natürlich die Frage, wenn wir ganz weit weg sind, dann ist auch die Frage, ob wir treffen. Also meine Waffe muss ich nah ran. Also meine Waffe, weißt du, muss ich nah ran. Meine Waffe muss ich nah ran. Boah, sind so... Vibor, wo wir hier gerade sind. Ja, ein bisschen weiter nach links. Von links kommt gerade einer. Ah, von rechts auch. Von links und von rechts, da kommen zwei böse Menschen. Sehr.
Ach, jetzt habe ich gar nicht die Map hier offen. Separat. Separately. I like the way, I like the way. Jetzt können wir übrigens auch G17-Magazine verwenden. Die passen in meine PDW. Was wird das denn so dunkel? Ich glaube, weil es bewölkt wird. Es ist auf jeden Fall 20 vor 5 abends, denke ich mal. Nachmittags. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen dunkler wird. Dann sind wir nicht so sichtbar für andere Spieler. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Das beruht, ja, das ist natürlich wahr, das stimmt. So. Was für ein Berg ist denn das da links? Da muss ich mal meine analoge Map hier zur Rate ziehen. Der hat keinen Namen, stimmt. Nee, der ist gar nicht eingezeichnet. Also schon eingezeichnet, aber gar nicht als hoher. Wir können ihn den Random Berg nennen. Das ist ein Random Berg. Oben Random auf dem Berg Mountain. Ist aber was drauf. Ah ne, Moment. Gehen wir gerade nach... Wir gehen nach Norden. Wir sind aber über keine Straße drüber, oder? Ne. Kann es sein, dass wir schon nordwestlich von Vibor. Kann es auch sein, dass wir einfach nur nach Westen krabbeln? Laut Kompass nicht. Im Moment krabbeln wir nach Norden. Westen wäre so. Westen ist hier. Ah, gut. Hast du keinen Kompass? Nein. Seht ihr die Erhebung da vorne? Mhm. Wo das so ansteigt, da oben drauf ist schon das Airfield. Ja, wir müssen, wir müssen das hier umgehen, ja. Wir müssen ich glaube, wir können auch jetzt kriegen. Auf X, nicht auf C. X'en. Ja, X'en wir mal eine Runde. Bei X kann man doch bestimmt auch schon, genau, mal das Binocular rausnehmen, was sich auf B befindet. Baby-Bernglas. Bernglaszimmer mit Stein. Bernsteinzimmer. Wohne ich drin. Bernglaszimmer mit Stein. Das gute Bernglaszimmer mit Stein. Puff. Ich renne einfach mal Richtung Wald. Run into the woody wood. Run into the wood. Sichtbarkeit nur ein Balken. Hab ich auch nur. Ist ein bisschen foggy, vielleicht deshalb. Mhm. Wolltest du jetzt angeben mit deinem Anzug? Ah, das hat die Frau natürlich sofort durchschaut. War meine Intention, ein bisschen anzugeben. Aber naja, es ist mir missglückt. Ist der von Tommy Hilfiger, der Anzug? Nein, der ist von Coco und Chanel. Ach so. Das von Hugo Boss vielleicht. Da gab es ja schon mal eine Armee, die sich davon hat ausstatten lassen. Ja, mehr als deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, nicht gar. Ja, das Deutsche ist schon mal richtig. Also, ich kann den Berg hier gerade nicht zuordnen. Ist der. Ist das das Stück Wald, was nordwestlich von Vibor liegt? Das ist das, ja, genau, wo diese Straße, Feldstraße. Ah, nee. Nee. Weiter im Norden. Wir sind nicht an der Straße lang gegangen. Ja, aber jetzt müsste gleich eine Feldstraße kommen. Aber weiter im Westen. Das kommt nochmal ein Schweißfeld. Ich glaube, du... Ach so, du meinst die obere, die von Lopatino wegkommt. Ja. Aha, ja, genau, die müsste dann bald kommen. So, oder wir sind jetzt in dem ersten Wald. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast recht, da müsste gleich die Straße... Ja, klar laufe ich hier. Alter, ich habe mich sofort hingeschmissen. Ich würde sagen, wir checken erstmal ein bisschen die Lage, oder? Da vorne scheint ein Feldweg zu sein, ja. B. Also durch das Nebelige sieht man natürlich ja, nicht das ist so Feldweg, gut. Ah. Aber Nebel ist gar nicht mal schlecht. Ich meine, die haben sowieso eine bessere taktische Position, wenn die da oben auf uns warten. Wir kommen aber von oben. Wenn wir im Norden sind, sind wir über denen. Sind wir oben, das ist sehr schön. So sehe ich das zumindest als alter Taktiker. Würde ihr auf den Boschnia gehen? Der ist der höchste Berg. Nee, pass auf, da oben hocken sie bestimmt auch.
Ich muss mal gerade ein Licht hier anmachen. Hier, Moment mal, hier, bitte. Turn the light on. The room is too damn bunker. Der Sniper. Der Random ist jetzt ein Sniper für alle. Allerdings hat er keine Sniperwaffe. Weil die zu laut ist. Und es ist schwer damit zu zielen, glaube ich. Das würde Random nichts machen. Allein schon wegen diesem Zeroing. Zero Piro Popiro. Wenn uns was passiert und wir da lebend rauskommen, ist auf jeden Fall nicht schlimm. Wir haben genug Bloodpacks dabei und auch Morphium, wenn die Beine gebrochen sind und das ganze Gedöns. Hauptsache nicht sterben. Hauptsache nicht sterben, das ist wichtig. Immer schön vorsichtig. Wir sind ausgestattet wie Helden. Ich hätte gerne noch ein Scope oben drauf auf meinem M4A1. Munitionsmäßig dürften wir auch durchhalten. Ich hab 2, 4, 6, 8 Magazine. Das war doch nicht der Feldweg. Der Feldweg kommt erst noch. Oder sollen wir das Ding von Osten umgehen? Ziemlich schon im Westen. Ihr geht jetzt gerade sehr krass westlich. Das brauchen wir gar nicht so weit. Ist das wirklich so? Nee, ich gehe nördlich. Ich gucke nach Norden. Also wenn ich jetzt gerade ausgehen würde, würde ich genau an der linken Ecke des Airfields rauskommen. Nee. Doch klar, da oben. Ich sehe doch da oben die Erhöhung. Da oben liegt doch das Airfield. Genau da oben. Wir sind gar nicht mal so weit weg davon. Wir stehen hier ziemlich auf freiem Feld. Ich gehe mal weiter hier Richtung Bäume. Also ich habe ja mal gehört, man kann sich anderthalb Stunden lang verlaufen. Vielleicht sollten wir dann doch lieber nach links gehen hier. Was ich mal gehört habe. Was denn? Es gibt Leute, die nehmen auf und wenn sie angegriffen werden, dann machen sie Escape Alt F4. Dann disconnecten die, wer macht sowas denn? Habe ich bei einem Let's Player gesehen und ich musste kotzen. Ja. Also sowas bei einem Let's Play zu machen, das ist ja vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Das ist ja wie, als wenn man ein Let's Play abbrechen würde. Stimmst du mir dazu? Ja, also... Wenn ich jetzt ein Glas hier hätte. Das ist den Let's Player Kodex. Da kann man auch sterben dann. Warte mal eben. Da oben im Jägerstand. Stand da einer drin? Denn dann ein Zombie. Nee, Moment, das sah nur so aus wegen den Ästen dahinter. Aber da sind auch keine Zombies. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen davon, dass da keiner ist. Ja, wenn wir jetzt da hingehen würden. Wenn er jetzt ein Spieler wäre, dann würden noch da Zombies spawnen. Und wenn er die schon abgeknallt hätte, würden da Leichen liegen. Aber beides ist nicht der Fall, also ist er auch kein Spieler. Das ist eine sehr gute Schlussfolgerung. Aber wahrscheinlich... Warte mal, wenn wir von Norden da rankommen, dann haben wir auch direkt Gebäude am Start. Das ist gar nicht schlecht. Pass auf, jetzt ist das genau so. Alle denken sich das. Kommen wir lieber von Norden ran? Nein. Ne, ich glaube schon. Hier gibt's viele Idioten. Im Norden ist ja halt ein sehr langer Weg. Muss ja erstmal in den Norden kommen. Also ich habe jetzt letztens ein Video gesehen von einem, der auch DayZ gespielt hat. Der ist nur mit einer Winchester da hoch. Mit knapp 6000 Blut nur. Und da war kein einziger Spieler. Ich habe auch gehört, dass die Spieler jetzt eher so auf Tscherno und Elektro stehen. Das ist das Örtchen Lopatino da unten, ne? Das könnte sein, ja. Wir haben doch gar keine Straße überquert. Das ist es aber. Die Straße müsste auch erst noch kommen. Wenn das Wäldchen ist, was kurz knapp unter dem Airfield ist, dann müsste die Straße jetzt bald kommen.
Eigentlich ja. Hier ist er, glaube ich. Ja, hier ist die Straße. Da lief ein Hase übers Feld. Krass. Dann sind wir, ich habe übrigens heute einen Kommentar bekommen. Du siehst den Hasen, aber in der Entfernung nicht, wie einen, wie ein Typ über die Gleise rennt. Und da hat er recht gehabt. Oh, warte mal, was haben wir da denn? Liegt da einer im... Nee, doch nicht. Manchmal, wenn so Texturen laden, so Blatttexturen zum Beispiel, ja, dann denkt man, oh, da hat sich was bewegt. Das war ja jetzt krass, wenn das genauso ist wie beim Airfield in Krasnostav, oder wie das heißt, und da gar nichts abgeht. Da wird's aber voll. Ich glaube definitiv, dass da welche sind. Erstmal in den Himmel gucken. Wie wären denn da? Rückenmuskulaturübung. Also Taktik von oben oder jetzt einfach hoch? Jetzt einfach hoch ist, glaube ich, zu krass. Wenn, dann sollten wir wenigstens von Westen ran. Ich meine, das ist schnell gemacht dafür, dass wir vielleicht überleben. Für die Leute, die es nicht gerne gucken, ihr könnt ja vorspulen, aber uns liegen unsere Charaktere mittlerweile sehr am Herzen. Wendem und ich, wir sind jetzt richtige Bros. Also eigentlich nur unsere Ausrüstung. Die Charaktere sind egal. Ich guck mal runter ins Örtchen, mal sehen, was wir da so haben. Örtchen, Örtchen. Ich kann mir auch viele vorstellen, dass viele über die Hauptstraße dahin ziehen zum Airfield. Könnte sein, weil viele folgen, glaube ich, Straßen. Allein schon wegen der erleichterten Orientierung. Ich habe gehört, manche Leute haben sich schon mal 1,5 Stunden lang verlaufen. Aber ich meine, manche Leute haben auch Karten und alles und brauchen nicht mehr über Straßen laufen. Manche haben auch Karten und verlaufen sich trotzdem. Manche haben Karten, Kompass und eine Uhr und wissen immer noch nicht, wo sie sind. Wenn du jetzt auch noch ein GPS gehabt hättest und hättest dich verlaufen, dann... Wieso soll ich mich denn verlaufen haben? Das stimmt ja gar nicht. Nein, ich meine ja nur, hätte die Person sich jetzt verlaufen. Der Herr K. Nennen wir ihn mal Herr K. Agent Herrn K. Agent K. Da ist ein Hütchen. Sollen wir da mal drauf zulaufen? Das ist wahrscheinlich eh nix. Deckung, alles Deckung hier.